Lammkarree für das Kichererbsenpüree, I kleine Zwiebel, 2 Knoblauch, 10 Summel Olivenöl, 1 Dose Kichererbsen, Klammer auf 40 OG, Abtropfgewicht 24 OG, Klammer zu, 35 Ohm Hühnerbrühe, 3 Ohm frischer Zitronensaft, Log weißes Sesammus, Klammer auf Tahini. Erhältlich im Reformhaus, Klammer zu, 1,5 Teelöffel gemahlene Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer für das Lammkarree, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Lammkarrees, Klammer auf, mit jeweils 6 bis 8 Koteletts, Klammer zu, zimmerwarm Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle für die Tomatensalsa. So gehe aromatische Tomaten, kleine rote Zwiebel, 1,5 bunt glatte Petersilie, frische Knoblauch, zähe 4 Esslöffel sehr gutes Olivenöl, einige dünne Ringe, eine roten Chilischote, I Prise Zucker, Salz, Pfeffer für das Kichererbsenpüree, Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. 3 Esslöffel Olivenöl in einem Topf erhitzen, darin die Zwiebel und Knoblauchwürfelchen farblos anschwitzen. Kichererbsen auf ein Sieb geben, mit klarem Wasser abspülen und in den Topf geben. Das Ganze mit 25 Ohm Hühnerbrühe auffüllen. Flüssigkeit fast vollständig einkochen lassen. Den Inhalt des Topfes in ein hohes Gefäß geben, die restliche Brühe und die übrigen Zutaten zufügen. Alles mit einem Pürierstab gründlich pürieren, eventuell noch etwas Hühnerbrühe oder Wasser angießen. Das Püree soll eine cremige Konsistenz haben. Das Kichererbsenpüree mit Salz, Pfeffer und eventuell noch etwas Zitronensaft abschmecken, dann in einem Topf zugedeckt warm stellen. Für das Fleisch Olivenöl in eine heiße Pfanne geben. Lammkarrees mit Salz und Pfeffer würzen und in der Pfanne auf der Fleischseite anbraten, unterstrich die Karrees aufstellen, so dass die Knochen nach oben zeigen, und für ca. 12 bis 15 Minuten auf der mittleren Schiene in den auf 180 vorgeheizten Backofen, Klammer auf 16 Grad C Umluft, Klammer zu, schieben. Währenddessen die Tomatensalsa zubereiten, unterstrich dafür die Tomaten waschen, vierteln, Kerne entfernen und die Tomatenfilets in feine Würfel schneiden. Die rote Zwiebel schälen und in sehr feine Würfelchen schneiden. Petersilie waschen. Trocken schleudern, die Blättchen von den Stielen zupfen und fein hacken. Knoblauch durchpressen und alle Zutaten mit 4 Esslöffel sehr gutem Olivenöl in einer Schüssel mischen. Die Salsa mit Salz, Pfeffer und eine Prise Zucker abschmecken. Das gebratene Lammkarree aus dem Ofen nehmen, in Aluminiumfolie wickeln und 5 Minuten ruhen lassen. Dann die Lammkarrees in einzelne Koteletts schneiden. Kichererbsenpüree auf 4 Teller geben, daran Koteletts und Tomatensalsa anrichten und mit jeweils 2 Esslöffel sehr gutem Olivenöl beträufeln.